Wir kommen beim neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part werden wir unser Pony dann ein bisschen skillen. Und wir werden die Attacke unseres Teams ein wenig anpassen. Und zwar gehen wir in die Spielhalle zuerst, denn wir brauchen ein paar TMs von der Spielhalle. Die Spielhalle befindet sich dort. Erst brauchen wir ein paar Münzen. Wir haben ja genug Geld. Also von daher sollten wir eigentlich keine Probleme haben, die TMs kaufen zu können. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Münzen wir insgesamt brauchen. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Münzen ein. So, wir werden hierfür sämtliches Geld ausgeben, was wir bei uns haben. So, gleich hätten wir es. Dann haben wir 4500 Münzen. Okay, jetzt schaue ich nach, was für TMs wir brauchen. Ich habe hier meine Liste neben dran. Spielhalle, wir bauen TM 75. Ich glaube, ich gehe zunächst erst in das nächste Gebäude rein, damit wir die TM-Liste gleich vor uns haben. Gut, wir bauen TM 75. Kostet 4000, wir können uns das kaufen. Diese TM brauchen wir für unser sechstes Team-Pokémon. Dann benötigen wir noch TM 13. Boah, die ist sehr teuer. Vielleicht sollte ich mir die doch nicht kaufen. 10.000. Ich glaube, vielleicht sollte ich eine andere Attacke stattdessen auswählen. Bei 10.000 Münzen, man muss das umrechnen in Geld. Das sind 500. Wie viel kosten 50 Münzen? 50 Münzen kosten 1000. Und jetzt 50 mal. Nee. Wie rechnet man das jetzt? 10.000 durch 50 mal 1000, dann hat man das Ergebnis, wie viel Geld wir brauchen. Auf jeden Fall eine Menge. Also ich glaube, Eisstrahl soll ich mir nicht kaufen. Die brauchen wir eigentlich für meinen Empoleon, aber das ist mir viel zu teuer, 10.000. Da bin ich mit der Schwerttanz TM noch einverstanden. Also deswegen kaufe ich mir jetzt TM 75. Gut, dann schaue ich mir die TMs an, die wir momentan haben. Vielleicht haben wir eine oder andere Attacke, die wir unserem Pokémon beibringen können. Also gut. Surfer kann unsere Pokémon bereits, Wasserdüse auch. Die dritte Attacke bekommen wir noch, Eisstrahl. Also das sind jetzt die Attacken von Empoleon. Eisstrahl soll ich vielleicht durch eine andere ersetzen. Das trage ich am besten ein. Eisstrahl lösche ich am besten gleich so. Gut, dann unser Ponyta. Dafür brauchen wir eine Herzschuppe. Herzschuppen bekommen wir in diesem Spiel durch den Untergrund. Also sollten wir einmal in den Untergrund gehen, um eine Herzschuppe zu finden. Leider kenne ich mich im Untergrund null aus. Also von daher wird das ein ziemliches Geraffel. Dann die zweite Attacke lernt Ponyta von selber. Und die dritte, die erlernt es durch TM. Ich schaue nach, ob es die TM, ob wir die TM da haben. Nein, wir haben die nicht. Wann bekommen wir die? Ah ja, okay. Ich habe mir jetzt auch eingetragen, wo wir die TMs bekommen. Und dann brauchen wir noch eine weitere TM. Ah ja, die haben wir, glaube ich, bereits. Jawohl, die haben wir bereits.
Rückkehr. Rückkehr bringe ich Pony dabei. Und ich verlerne Roten Schlag. Gut, dann haben wir als nächstes unseren Kampffalken. Der Kampffalke, der kann die Attacke fliegen. Also fliegen steht im Moveset, dann steht im Moveset Ruheort. Kann unser Kampffalke auch. Und Nahkampf kann es auch. Und die vierte Attacke lernt es von selber, also von daher müsste es eigentlich die Attacken ohne TM beherrschen können. Gut, da haben wir unser Bronzong. Bei Bronzong, da habe ich immer noch den Delegator drin, den haben wir deleted. Ich glaube, den ersetze ich durch eine andere. Eisenabwehr kann es bereits. Die nächste Attacke erlernt es durch. Moment. Ich glaube, die nächste Attacke lernt es von selber. Dann brauchen wir eine andere TM. TM. Na, ich schau mal schnell, ob wir sie haben. Nein, die TM haben wir nicht, die kriegen wir erst später. Und dann die letzte Attacke, die können wir uns noch frei entscheiden, also von daher müssten die Attacken eigentlich auch passen. Gut, dann haben wir als nächstes Luxtra. Luxtra soll lernt eine Attacke von selber. Eine kann es bereits, glaube ich, das ist Knirscher. Dann Stärke kann es bereits und Anziehung kann es bereits. Die Attacken passen auch. Gut, als nächstes unser sechstes Team-Pokémon, das müssen wir noch fangen. Okay, dann müssen die Attacken von... ja, fürs Erste eigentlich passen. Jetzt werde ich meinen Ponita trainieren. Ich gebe ihnen erstmal den Erfahrungspunkte-Teiler. Ich muss schauen, welches Pokémon den EP-Teiler trägt zurzeit. Flinkklaue, Schutzband... ah ja, den EP-Teiler, den haben wir im Beutel, okay. Das heißt, ich gebe ihn jetzt Aponita. Hier ist er auch. Gut, Ponita kommt an die erste Stelle. Entwickeln tut es sich mit Level 40, glaube ich, oder 42, so in dem Bereich. Also wird es ein bisschen dauern, bis es sich zu Galoppe entwickeln wird. Und jetzt mache ich, um mein Ponita zu trainieren, die Sumpfroute, die ich vorbereitet habe. Extra, um meinen Pokémon zu trainieren. Gut, jetzt müssen wir nach Süden gehen. Durch dieses Haus da, hier ist es auch schon. Die Reporter sind jetzt weg und wir können dorthin. Es gibt gute Bäume, die du mit Honig beschmieren kannst. Und es gibt welche, bei denen das nicht geht. Wenn du seltene Pokémon anlocken möchtest, musst du den richtigen Baum finden. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Und da ist ein Wachmann. Ich glaube, der aktiviert sich erst, wenn es Nacht ist. Oh, hallo. Es ist immer schön, wenn ein Bürger uns Polizisten nett begrüßt. Ja. Also irgendwie kommt es mir da in Real Life vor, wenn ein Polizist in der Nähe ist. Da müssen die ganzen Leute immer schnell schauen, was da abgeht, ne? Denn Polizist bedeutet gleich Entertainment, ja. Denn man fühlt sich dadurch besser, wenn irgendein Krimineller irgendwas gemacht hat. Und ja, deswegen muss man immer gleich gaffen, wenn beispielsweise ein Unfall passiert ist, zum Beispiel auf der Autobahn oder so, dass sich immer ein paar Leute gaffen, immer und immer wieder, das kotzt mich sowas von an, und dann bremsen sie die anderen Leute hinter sich aus, und dann dadurch entstehen Staus, das das kotzt mich an. Hier ist ein weiterer, wie gesagt, ich glaube, die aktivieren sich erst nachts, das heißt, wir können erst nachts gegen die kämpfen. Gegen den glaube ich auch, jawohl. Oh Gott, so viele Polizisten hier. Was ist denn hier los? Würde es dir Freude bereiten, mich mit mir zu missen? Was? Gentleman Oliver. Plaudergeil. Plaudergeil ist ein verbotenes Pokémon in der vierten Generation. Nicht, weil es so stark ist, nein, sondern wegen was anderem. Und zwar kann
Plauderei, die Attacke Geschwätz. Und die Geschwätz ist eine Attacke, bei der man in seinen DS reinsprechen kann und das, was man reingesprochen hat, das wird dann wiedergegeben, wenn die Attacke eingesetzt wird. So, und jetzt haben ein paar kleine unreife Kiddies diese Attacke dann benutzt online, um ein paar Ausdrücke zu ein paar Leute zu beleidigen, indem sie Ausdrücke in die Attacke Geschwätz reinspeichern. Und da gab es von ein paar Eltern Beschwerden und deswegen wurde Plauderei und die Attacke Geschwätz online verboten. Ab der 6. Generation kann man Geschwätz nicht mehr benutzen, kann man nicht mehr in seinen DS reinsprechen, um die Attacke Geschwätz auszuführen, was ich sehr schade finde. Nur wegen die scheiß Kinder da, die meinen, komm, beleidigen wir ein paar Leute. Mit einem so jungen Trainer hatte ich noch keinen Kampf. Ich bin nervös. Gut, die Trainer sind nicht besonders stark. Wir haben es vorhin gesehen, der Gegner hatte nur ein schwaches Pokémon. Ah ja, ein perfektes Gegner für mein Ponyta. Los, Angry TS. Okay. Benutzt Glut. Ja, fast ein OTK. Aber man kann nicht... Nein, nicht schwache Spore. Verdammte Axt. Ich mag es nicht, wenn mein Pokémon paralysiert ist. Das ist voll scheiße. Glut. Bitte nicht... Ah ja, Taubgenesung. Ja, so ein Schnösel kann sich das leisten. Diese kostspielige Angelegenheit hier. Taubgenesung mal 19. Der Pokémon. Unglaublich. Und Rückkehr. Die Attacke ist nicht besonders stark, weil unser Ponyta uns nicht besonders mag. Aber später, wenn es so Level 40 haben wird oder Level 50, dann wird Rückkehr ziemlich stark werden. Aber noch ist die Attacke ziemlich schwach. Du meine Güte, das war ganz und gar nicht wie das Kämpfen mit Freunden oder so ähnlich. So, haben wir denn einen Paraheiler oder sowas bei uns dabei? Aufwecker, Spezialität, Hyperheiler. Hyperheiler. Erfüllt denselben Zweck wie ein Paraheiler. Bloß bei allen Statusveränderungen. Ha, ich wurde vom Herrn des Pokémon-Landguts eingeladen. Glückwunsch. Und ich schnapp mir jetzt diese Beeren, die da gepflanzt worden sind. Was ist eine Bibelbeere? Möchtest du flüchten? Ja. Und Citrobeeren. Okay. Mann, ich find's voll schade, dass ich meine B-Taste nicht optimal benutzen kann, um zu rennen. Das ist sehr schade. Hier brauchen wir jetzt einen Schneider, aber ich glaube, wir können hier auch mit Surfer darüber. Denn da drüben habe ich so einen See gesehen, genau. Hier können wir rüber surfen. Und müssen nicht extra Zerschneider dann benutzen. Rosenrauch. Ich glaube, das erhöht die. Das senkt die Genauigkeit des Gegners, wenn ein Pokémon dieses Item trägt. Ich schau mal schnell nach. Nein, es verstärkt die Attacken von Typ Psycho. Nein, das ist das hier. es verstärkt Attacken von Typ Pflanze, okay. Dann surfen wir jetzt über den See oder was auch immer das sein soll. Enton! Oh Gott, 32! Heftig! Lässt du mich fliehen? Bitte? Lässt du mich vielleicht fliehen? Flucht. Ah ja, sehr schön. Danke, Enton. Oh, hier oben ist nichts, aber ich glaube, dass es hier ein verstecktes Item gibt. Hierfür wechsle ich jetzt auf das Itemradar, damit ich was sehen kann, wenn ein Item dort in der Nähe ist. Mann, wir haben schon ziemlich viele Upgrades für unseren Pokédex. Da
dauert es auch schon eine gewisse Zeit, bis man was gefunden hat. Gut, leider ist hier kein Item gewesen. Ich gehe jetzt nach Süden und hole jetzt dieses Item hier. Sonnentag. Die kann ich Galoppe auch beibringen. Anstelle von der Attacke, die wir durch eine Herzschwelle bekommen, dann muss ich nicht in den Untergrund gehen. Sonnentag ist sehr reizvoll. Dann würde es die Feuerattacke verstärken, die ich geplant habe. Aber Sonnentag einsetzen nur wegen einer verstärkten Attacke finde ich ein bisschen schwach, denn Sonnentag ist vielleicht besser, wenn man noch ein Pokémon hat, was Solarstrahl beherrscht. Dann kann man Sonnentag vielleicht reintun. Aber nur für eine Attacke verstärken ist ein bisschen zu wenig für einen Sonntag. Ich Items schätze. Okay, es gibt keine Schätze. Verdammt, wahrscheinlich gibt es hier eine Platin-Schätze. Hier gibt es viel zu wenig versteckte Items. Habe ich gegen die schon gekämpft? Nein, habe ich noch nicht. Doch, habe ich schon. Was rede ich denn da? So, das ist das Pokémon-Landgut. Pokémon-Sichtungen. Sichtungen, ja. Kämpfst du gegen mich? Nein, die werden auch alle erst nachts aktiviert. Sowas. Ich stelle mich euch zwischen dem Weg oder dazwischen. Doppelkampf. Mein Pokémon schläft in einem teuren importierten Bett. Nur damit du es weißt. Warum sagst du mir sowas? Können wir anfangen? Bist du gut vorbereitet? Ich gehe auch nicht zu einem Fremden und sage, mein Pokémon schläft wo und wo, was weiß ich wo. Oder ich habe mir vor 2 Tagen einen Döner gekauft. Das ist genauso uninteressant wie dieser Dialog. Süß, 2 schwache Pokémon. Kann es sein, dass unser Ponyta für diese Route immer noch zu stark ist oder viel zu stark ist? Naja, nicht so wichtig. Glut auf Haspiror und Nahkampf auf... Nein. Andersrum. Ponyta Glut auf Luxio und Kampffalke Aeoras auf Haspiror. Okay, das war's. Haspiror ist schon mal weg vom Fenster. Nicht auf Staraptor. Starrevier will ich immer sagen. Dabei heißt das Pokémon ja Staraptor. Gut, wie dieselben Attacken, bloß alle auf Luxio dieses Mal. Alles klar. Ein einfacher Kampf. Ich glaube, diese Route ist zu leicht für uns. Ich meine, wir haben schon 40er Pokémon und hier kommen 20er. So, das Pokémon Landgut. Ich war erst einmal hier. Hier geht es zum Trophäengarten. Trophäengarten gibt es doch auch in der 5. Generation, oder? Da kann man doch Victini fangen, oder? Irre ich mich da? Egal. Der Garten steht allen Besuchern offen. Aber Vorsicht, im Garten können plötzlich wilde Pokémon auftauchen. Nett, dass du mich warnst, aber ich glaube, ich bin gut vorbereitet und kann auch gegen diese wilden Pokémon bestehen. Ich glaube, hier gibt es Pikachus. Ich habe mal hier nach einem Pikachu gesucht. Hier finden wir zuerst ein Roselia. Frischfleisch. Glut. Ponyta müsste bald Flammenrad, glaube ich, lernen. Mit Level 28. Aber ich kann es nur vermuten. Alles klar, der K.O.-Treffer.
gut, das müsste. Wow, 346 EP, ja, schon eine Menge für ein einfaches Roselia. Ein Staravia. Ein entwickeltes Pokémon. Das müsste auch eine Menge Erfahrungspunkte geben, ähnlich wie bei dem Roselia gerade eben. Okay, Glut. Dein Geheule bringt dir gar nichts. Alles klärchen. Und erreichst du Level 28? Ich glaube es nicht. Boah, das hat noch weniger gegeben als das Roselia, obwohl es entwickelt war. Und Roselia. Ja, Roselia ist auch schon entwickelt. Es kommt ja aus der Entwicklung von Knospi. Ich faulenze doch gar nicht. Ich mache nur eine kleine Pause. Also faulenzt du. RTL, Fernseher läuft schon wieder. Kann ich hier pennen? Jetzt war's im Mülleimer. Endlich mal was im Mülleimer gefunden. Ein Feuerheiler. Wusstest du, dass du im Trophäengarten Pokémon fangen kannst? Und wenn du das an einem gefangenen Pokémon. Wenn du das einem gefangenen Pokémon gibst, wird es schneller freundlich. Ich gebe dir etwas davon ab, also versuch es mal. Sanftglocke, die kann ich meinem Ponyta geben, allerdings möchte ich erstmal den Erfahrungspunkteteil ein bisschen bei Ponyta drauf behalten. Weil es sonst kaum EP bekommen wird. Ein Superball! Und überall laufen die Fernseher. In jedem verdammten Raum laufen die Fernseher. Obwohl da nicht einmal hier eine Person da ist. RTL! Die Räumlichkeiten hier sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Pff, ist mir egal, lass mich trotzdem rein. Ich habe starke Pokémon. Respektiere mich. So, was ist hier? Herr Reichede ist der Besitzer dieses Anwesens. Dies ist sein Büro. Aha, okay. Dann rauben wir ihn mal aus. Das ist der Überfall. Gebt mir euer Geld. Oder das Anwesen. Eins von beiden. Oh, oder TM87 Angeberer. Ist auch okay. Du darfst sie dir anschauen, aber berühren darfst du sie. Darfst du die Pokémon-Statue nicht? Stopp! Das Berühren der Figur in dem Föten ist verboten. Stopp, das Berühren der Figur mit der Empfüllten ist verboten. Ach, komm schon. Es ist doch nur eine läppische Statue, die so voll hässlich aussieht. Die findet man in der Pokémon-Liga. In Kanto, überall, in jeder Ecke. Das ist ein sehr teuer aussehender Bildband über Pokémon. Hallo, hallo! Willkommen auf meinem prächtigen Landgut, du Bonze. Hier gibt es viel drin und draußen. Auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz ist aber der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihnen angezogen fühlen? Sie kommen, um meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Master ist wirklich eine wunderbare und großzügige Person. Auf seine Anweisung hin steht der Garten allen offen, auch Trainern. Aha. Und warum darf ich die Statue nicht berühren? Verzeihung, aber ab hier hat die Öffentlichkeit keinen Zugang mehr. Boah. Dammit. Auf der Einschränkungen hier. Ist das schlimmer wie in China? Mann. Nö, ich darf hier nirgends lang. Ich glaube, in der Platin-Edition kann man gegen eine Maid kämpfen, die immer stärkere Pokémon einsetzt. Aber hier scheint es wohl nicht so zu sein. Ja, gut für uns, dann haben wir die Route schneller erledigt. So, hier ist eine weitere Surfstelle. Aber zunächst möchte ich ins Gras rein. Okay, jetzt benutze ich die Surfstelle. Als Tipps für Trainer, verdammt, Tipps für Trainer, Tipps für Trainer. Die Items auf deinem Beutel lassen sich durch Drücken von Select neu ordnen.
You don't say. Alex, hier, besser als nichts. Gut, was ist hier links? TM12 Hyperstrahl. Oder ist TM12 Hyperstrahl? Ich habe keine Ahnung. TM23 Eisenschweif. Gut, ich schau mal schnell nach. Beim Moveset gerade. Achso, okay, passt. Ich dachte gerade, ich könnte Erdbeben irgendwo finden. Allerdings lernt mein sechstes Team-Pokémon die Erdbebenattacke von selber. Und hier sind wieder so RTL-Überwachungskameras. Und hier sind wir auf der nächsten Route. Das ist hier eine Doppelroute, soweit ich weiß. Und Doppelkampf. Wir haben schon bei Doppel-Elden oder über doppelte Sachen. Unsere Aufgabe ist es, die Umwelt in dieser Region zu schützen. Und ich werde sie zerstören. Ne? Leistest du deinen Beitrag dazu, die Umwelt zu schützen? Ich in jedem Fall. Ah ja, ich schmeiße meinen Müll immer irgendwo hin, auf den Boden und benutze überall Sprays. Vor allem Deo-Sprays. Ja, ich glaube, ich schütze die Umwelt. Ach ja, und ich fahre jeden Tag 50 Meter mit dem Auto. Und öffentliche Verkehrsmittel habe ich noch nie benutzt. Wer braucht denn sowas, wenn man ein Auto hat? Gut, das Pliperin ist gefährlich für meinen Ponita. Ich sollte es zuerst töten mit meinem Kampffalken. Ponita benutzt Glut auf Griffel und Kampffalke schaltet es mit einer starken Attacke aus mit Nahkampf. Gut, die Bedrohung gegen meinen Ponita ist weg. Ponita müsste jetzt gleich Level 28 erreichen, jawohl. Lernst du Flammenrad? Bodycheck, okay, ist auch gut. Zwar nicht so gut wie Flammenrad, aber besser als nichts. So, was verlerne ich denn? Feuerwirbel ist nicht so besonders gut. In der ersten Generation ist die Attacke sehr gut, aber in der zweiten Generation wurde die Attacke ziemlich schlecht gemacht. Und seit der zweiten Generation bringe ich die meinen Feuer-Pokémon gar nicht mehr bei. Staffette! Die Attacke ist nur sinnvoll, wenn du vorher eine Attacke eingesetzt hast, die einen Wert erhöht. Aber ansonsten hättest du einfach nur austauschen können. Naja. Meryl, Level 21. Oh Gott. Eine Bedrohung für mein Ponita. Auch es regnet. Das ist noch eine weitere Bedrohung. Auch es regnet? Ja, es regnet auch. Sagen wir es mal so. Oh Gott, noch ein Flibrin. Ich glaube, das ist zu risikoreich für mein Ponita. Ich tausche es aus. Und setze Petersdom ein. Die Erfahrungspunkte bekommt es ja sowieso, da es im Kampf eingesetzt worden ist. Und Kampffalke benutzt Nahkampf. Alles klar, das Pliperin hätten wir jetzt ausgeschaltet. Es muss noch das Meryl ins Gras beißen. Walzer! Hier stände mein Ponita. Walzer ist sehr effektiv gegen ein Feuer-Pokémon. Alles klar, Petersdom, Sondersensor und Kampffalke Aeoras. Und das müsste eigentlich gewesen sein. Sondersensor, aber da ist gar kein Ziel, was du nicht sagst.
Und ein letztes Pokémon, das ausgetauschte Griffel von vorhin. Das wird auch grausam eliminiert. Und zwar mit einem Nahkampf, weil es geflüchtet ist. Okay, die zwei hätten wir erledigt. Wir müssen eindeutig stärker werden. Ja, das sehe ich auch so. Oh, hier brauchen wir jetzt der Schneider, um weiterzukommen. Verdammt. Gut, ich glaube, diese Route, ich schaue mal schnell nach, wo wir gerade sind. Denn ich glaube, diese Route möchte ich erst im nächsten Part machen. Weil sonst wird der Part zu lange. Genau in diesem Part haben wir hier die Route bis hier unten gemacht. Im nächsten Part werden wir hier diese Route nach Osten fertig machen. Und dann werden wir alle Surfstellen nochmal erforschen und hier dann in Fleetbrook weitermachen. Im nächsten Part allerdings. Ich mache jetzt hier für das erste Schluss. Ich hoffe, ich kriege keine Erkältung, während ich hier rumstehe. Bis zum nächsten Part. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hier die Route fertig machen. Also, macht's gut, euer Janka. Ciao.